Jo, so, Pfingstmontag, es ist 7 Uhr, ich bin gerade eben, man hört glaube ich die Glocken, ne? Aufgestanden. Gestern habe ich hier noch ziemlich gezittert und gebebt. Ich war mitten ins Gewitter gekommen und da hatte ich in Hockstellung hier eine gute Stunde verbracht. Lager sieht jetzt noch relativ chaotisch aus. Oh, das ist der Biwaksack, den habe ich jetzt gerade rausgenommen. Der Schlafsack hat die ganze Zeit im Biwaksack gesteckt. Es ist entsprechend alles feucht. Aber es sieht so aus. Okay. Ja. Es sieht aber so aus, als dass die Sonne uns heute entsprechend herrlich belohnt. Ja. Und das nachts hier zu sehen im Dunkeln ist natürlich super schön. Ja gut, gegen die Sonne, das wird jetzt nichts. Ja. Okay. So, da gucken wir mal, was der Tag bringt. Wie gesagt, heute noch. Navigation ist ja ausgefallen. Ich weiß nicht, wie ich hier in Luxemburg zurechtkomme. Aber es ging eigentlich. Es ist auf jeden Fall immer noch besser ausgeflaggt als in Deutschland. Lückenlos nicht. Ich habe mich gestern, hatte so circa ein halbes Dutzend Positionen, wo ich da stand und ich denke, jetzt müsstest du eigentlich nachgucken. Und ich habe mich auch ein, zwei Mal ein ganz paar Meter verlaufen. Das hätte aber auch mit funktionierender Navigation passieren können. Ja, vielleicht auch nicht, weil ich dann doch vorher mal nachgeguckt hätte. So, jetzt muss ich Lager abbauen. Und dann will ich mal zusehen, dass ich weiterkomme, dass ich so erstmal ein, zwei Stunden laufe und dann mal ein bisschen, wie gesagt, wieder Siesta mache. Viel zu essen und zu trinken habe ich nicht mehr. Ich ging davon aus, dass ich hier irgendwo Supermärkte oder sowas finde. Ich habe gestern mit Ach und Krach eine Pizzeria oder sowas gefunden, wo ich mal ein paar Getränke holen konnte zumindest und Wasser und so weiter. 7.35 Uhr. So sieht der Lagerplatz jetzt aus. Also mich wundert immer, dass man nicht mehr blattgetretenes Gras oder so oder welkeres Gras sieht. Es scheint noch alles recht gut zu sein. Also noch relativ feucht. So, war auch alles da, weil gestern war ich in der Panik. Irgendwo hier. Weil ich dachte, ich wäre da näher an dem Baum dran, mit dem Gewitter. Wie heißt das? Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen, Weiden sollst du meiden. Irgendwo hier in dieses Feld hat auch, also ein Blitzeinschlag war wirklich auch nah dran. Ja. Gut, das hat man in Büchern immer wieder gelesen. Was macht man, wenn... Aber, ja. So, jetzt gucken wir mal. 7.30 Uhr, 8, 9. Das war so 10 Uhr. Ich weiß nicht, wann noch mal eine größere Frühstückspause machen. Mal sehen, was der Tag bringt. So, heute noch bis nach Nennig. Remich heißt es, glaube ich, auf der luxemburgischen Seite. Und dann gucken wir mal, dass das Auto noch da steht. Und dann soll es auch nach Hause gehen. Umziehen muss ich mich ja, will ich mal irgendwo dann, ja, mal sehen, auf dem Autobahnrasthof oder so. Schauen wir mal. Ja, was da so schlecht ist, der Trinkbecher und Cola-Dosen und so weiter. Die haben zwar hier kein Pfand, aber ich kann sie ja trotzdem schlecht liegen lassen. Die müssen also mal in den nächsten Müll entsorgt werden und da man die auch schlecht in den Rucksack, ins Rucksackinnere tun kann, weil die sind ja dann nicht mehr zu. Ja. Ne? Und dann habe ich noch eine Wasserflasche, die nicht richtig verschließbar ist. Ah. Ja, ich weiß, ich habe es 42 Mal gesagt, das schafft die Kamera jetzt nicht. Diesen Einblick hier über die Mosel
Oh, weiter sind wir noch nicht. Da unten bin ich doch gestern Abend noch gewesen. Ja, okay. Nichtsdestotrotz, ich muss aber weiter. Uhr, jetzt schon wieder 1,5 Stunden, die ich hier war. Blick auf den Lagerplatz, alles gut. So, dann gucken wir noch mal eben. Ich liebe ja manchmal Angler. So, die wissen, wo man schön ans Wasser kommt. Ne? Die Mosel. Da ist irgendein Boot zu sehen, ist mir gar nicht aufgefallen. Gut. So. Ja. Also ich habe ihn so hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Hier liegt schon noch da eine Feuerstelle. Ich weiß, das ist nicht so meins, die so mitten in den Wald zu bauen. Gut. Da hänge ich mit der Isomatte wieder fest. Ja, von da bin ich gekommen. Ja, und der Weg sieht im Prinzip auch seit Kilometern so aus. Das ist ja das, was ich schon immer gesagt habe. Diese Uferwanderwege. Ja, irgendwo muss man sie mögen. Hier stellen sich zwei Fragen. Erstens, ist hier die Welt zu Ende? Und wenn ich die Mosel hier so sehe, würde ich sagen, ich laufe auch in die verkehrte Richtung. Ah, hier geht doch ein Weg drumherum. Weil müsste doch Mosel abwärts laufen und wenn ich das sehe, laufe ich doch aufwärts. Das Wasser kommt mir doch entgegen. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Erste, der hier durchgeht. Aber wenn jetzt ein Werktag wäre, dann wäre das auf jeden Fall ein Problem. Durch die Baustelle bin ich gerade gelaufen. Da hinten ist wieder das Kernkraftwerk. Jetzt sehen wir es das erste Mal von der anderen Seite. Und hier ist wieder ein Wegweiser. Ich bin jetzt wirklich aufgeschmissen. Gut, durch die Baustelle wird er nicht unbedingt aktuell sein. Nee, ich kann auch das Navigationsgerät nicht starten. Also, wenn ich Mosel aufwärts laufe, mache ich was falsch. Oh, was kommt jetzt? Eine schöne aufwendige Brücke. Manchmal bin ich auch blind. Aber ja, mich beschäftigt gerade die Frage, wieso ich Mosel aufwärts laufe. Da sieht man mal wieder, wie abhängig man von diesen Navis ist. Thank you.
Soll das die? Das könnte eine Schleuse sein, eine kleine. Aber wir sind doch da, passen die Schiffe, die mir entgegengekommen sind, oder das eine Schiff, was mich überholt hat, nicht durch. Aber wo war jetzt die? Schleuse. Ja, also ich bin gerade am Überlegen, wenn ich wirklich was falsch mache, dann komme ich ja in dieses Dorf zurück, wo ich gestern noch mal ein bisschen Proviant gekauft habe. Und da gab es ja einen Bahnhof. Und von da aus könnte man dann ja erstmal abbrechen, dass man dann sagt, shit happens, Technik hat versagt. Ja, weil es ist irgendwie alles nicht logisch. Ich laufe schon wieder, wenn ich mal davon ausgehe, dass die Sonne jetzt im Süden steht, dann laufe ich schon wieder nach Westen. Richtiger wäre eigentlich nach Osten, also in die entgegengesetzte Richtung. Ich laufe moselaufwärts. Richtig wäre gefühlt, wäre eigentlich abwärts, aber ich wüsste auch nicht, wo ich mich verlaufen haben könnte. Ne? Also, es ist alles schon so ein bisschen merkwürdig, ja. Vielleicht klärt sich das Ganze, ja. Ich habe die Hoffnung noch nie aufgegeben. Es ist eigentlich völlig egal, ob ich jetzt in Perl ist ein Bahnhof, wo ich abbrechen kann. In diesem anderen Kaff, wo ich den Namen nicht weiß, ist auch ein Bahnhof, wo ich abbrechen kann. Aber es macht so einfach, wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich, wenn ich 8 Akkus dabei habe, dass die alle durch sind. Ne? Das ist zwar nicht das erste Mal, dass ich wegen Strom ein ernsthaftes Problem habe. Da muss mir die Woche noch mal was einfallen. Ich weiß, es gibt da Lösungen mit Gas und es gibt Lösungen mit Solar und nichts, was wirklich funktioniert. Aber in diesem Moment würde es mir doch schon ein bisschen weiterhelfen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ich keinen einzigen Supermarkt am Wegesrand finde. Und so weiter, ja. Ja, das hat man jetzt davon, Kartenstudium. So, da ist Tonville. Da Autobahn Metz. Da müssen wir irgendwie von hier gekommen sein. Vigi sagt mir noch was. Habe ich schon mal gehört. Dafür hat die Karte zu wenig Informationen, um da jetzt wirklich schlau draus zu werden. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, hier kommt die Wahrheit. Das, was ich schon vermutet habe, ich laufe nach Thionville. 7,9. Gut, da kriege ich auf jeden Fall den Zug nach Trier, hoffe ich. Wie das jetzt zu dieser Katastrophe kommen konnte. Ist mir ein Rätsel. Also fürs Logbuch, ich bin in Thionville und irre hier durch die Gegend, ja, wenn man das so nennen will. Ja, jetzt ist der Bahnhof steht 1,2 Kilometer in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Also ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt noch tun soll. Wenn ich hier nicht bald einen Laden finde, wo es beschissene, bekackte Batterien gibt, dann ich kriege auch das Handy nicht mehr zugange. Und ich habe keinerlei Ansätze mehr, was ich jetzt noch tun kann. Außer hier irgendwie jetzt mal gemütlich den Bahnhof zu suchen und dann mal zu gucken, was passiert. Und wenn es da keine Batterien zu kaufen gibt, dann ja, werde ich wohl mit der Eisenbahn zurückfahren müssen. Es gab noch diese Option, wenn es Batterien zu kaufen gäbe.
Da sind wir aber schon dermaßen im Konjunktiv. Wenn es Batterien zu kaufen gäbe, dann könnte man eventuell mal gucken, wo dieser Verlaufer passiert ist. Ich meine nämlich, das sei ein Abbach gewesen. Und wobei, ich bin stundenlang jetzt an dieser Bahnstrecke entlang gelaufen und mir ist da kein einziger Zug begegnet. Also ob überhaupt Zugverkehr hier ist heute auf Pfingstmontag, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und Fragen über Fragen über Fragen. So, wenn es Batterien zu kaufen gäbe, dann könnte man mal gucken, ob der Verläufer in Appach war und ob es Möglichkeiten gibt, nach Appach zurückzukommen und von Appach dann doch noch nach Nennig zu laufen. Ja, der Humor, das ist so ein bisschen so ein Galgenhumor. Wie man einen Bahnhof ohne Navigation findet, weiß ich nicht. Also es ist wirklich faszinierend, wie abhängig man von diesen Apparaten heute ist. Es ist wirklich faszinierend. Wie haben die das bloß früher gemacht? Wie hat Kolumbus bloß Amerika entdeckt? Diese Frage muss man sich so ganz allmählich aber wirklich stellen. Ihr dürft mich jetzt endgültig für bescheuert erklären. Batterien habe ich gekriegt, Handy funktioniert nach wie vor nicht. Wohl gestärkt, auch ein WC gab's. Da konnte ich sogar mit ein bisschen, ja, mal frisch machen. Weil ein relativ großer Raum, so dieses klassischen Behinderten-WCs, hat alles wunderbar hier geklappt. Batterien natürlich 7 Euro für 4 Stück, ist ein bisschen happig, aber jetzt habe ich sie und jetzt bin ich gleich 18.08 Uhr, soll der Zug nach Pearl fahren, der mich auch in Zirkel des Breins oder wie das Café hieß, wo ich mich verlaufen habe, da fährt er auch durch. Und ich will jetzt mal probieren, mit diesem Zug an den Ausgangspunkt zurückkommen. Wie gesagt, der ist aber, wir wissen immer nicht, ob der fährt. Das ist das Risiko. Weil auch, wie gesagt, da ist dann auch, sag mal, wichtig, er hat, ist ja auf dem Hinweg auch schon nicht gefahren, trotzdem er fahren sollte. Das ist ja genau dieser Zug. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, und dann müssten das noch 20, 25 Kilometer sein, was ich so über den Daumen gepeilt habe. Heißt, wieder ein kleines Abenteuer, dann da nochmal durchlaufen. Aber jetzt bin ich erstmal wieder gestärkt soweit. Materialtechnisch müsste auch alles laufen. Wassertechnisch ist jetzt alles erstmal hintereinander, dass es die 20, 25 Kilometer schaffen müsste. Hier klärt sich jetzt das Geheimnis, was Trebes heißt, nämlich Trier.